Heutzutage scheint es normal zu sein, überall sein Handy dabei zu haben. Ganz egal, ob man mit Freunden unterwegs ist, beim Einkaufen, im Kino, im Bett oder auf dem Klo. Facebook, Instagram, YouTube und vor allem WhatsApp sind die meistgenutzten Apps im Alltag. Wir verwenden Smileys, um keine ganzen Sätze schreiben zu müssen und schreiben mit unseren Freunden sinnloses Zeug hin und her, um unsere Langeweile zu vertreiben. Aber weißt du, was wir viel zu selten tun? Briefe an unsere Liebsten schreiben. Einfach so mal einen Brief an die Mama schicken und sich dafür bedanken, was sie alles für einen getan hat. Ihr mitteilen, wie sehr man sie eigentlich lieb hat. Dabei ist ein handgeschriebener Brief wirklich nicht schwer und viel schöner, persönlicher und emotionaler als eine einfache WhatsApp-Nachricht. Heute ist Weltbrieftag und auch ich muss mir einfach mal wieder Zeit für solch wichtige Dinge nehmen. Ich werde einen Brief schreiben, aber nicht an irgendeine Person, sondern an eine Person, die mir sehr viel bedeutet hat. Eine Person, die mich oft zum Lachen brachte, obwohl mir zum Heulen war. Eine Person, die immer zu mir gehalten hat, wo andere mir den Rücken kehrten, mich auslachten oder mit dem Finger auf mich zeigten. Lieber Sven, ich weiß, es ist sicher eigenartig von mir zu lesen, da wir schon länger keinen Kontakt mehr hatten. Ich glaube, uns beide verbindet dennoch eine ganze Menge. Wir haben viel erlebt, positiv, aber auch negativ. Wir haben zusammen gelacht, gefeiert, gelebt, aber auch geweint und gekämpft. Wir hatten gemeinsame Ziele und Träume, wollten zusammen mit einem alten VW-Bus die Welt erkunden, gemeinsam das Leben genießen und alt werden. Du warst damals mehr als mein bester Freund. Du warst mein Halt, meine Familie. Ich schreibe dir einen Brief, weil ich mich bei dir bedanken möchte. Ich möchte mich bei dir bedanken, weil du immer für mich da warst und besonders zu der Zeit, wo es mir richtig schlecht ging. Du hast mich aufgefangen und mir täglich immer wieder versucht, ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Sven, du hast mir mein Leben gerettet. Danke. Ohne dich gäbe es mich heute vermutlich nicht mehr. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hast mich wortlos in den Arm genommen und all deine Zeit und Kraft geopfert, um für mich da zu sein. Dafür bin ich dir unendlich dankbar. Schreib auch du einen Brief an eine Person, die dir wichtig ist, der du vielleicht um Verzeihung bittest, der du vielleicht verzeihst oder der du einfach nur sagen möchtest, wie dankbar du ihr bist oder wie gern du sie hast. Briefe sind einfach viel bedeutender als WhatsApp. Also, ich werde jetzt meinen Brief wegbringen und freue mich schon auf seine Reaktion. Und denk dran, heute ist Weltbrieftag. Also, bis dann. Muah.